Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es einmal mehr um Koi-Haltung. Ups, natürlich geht es immer um Koi-Haltung in meinen Videos. Nein, heute geht es nochmal um das Thema Wasser und vor allen Dingen um das Thema Mangan im Wasser. Mein lieber Koi-Händler hatte mir vor ein paar Wochen einen Artikel rübergegeben, in dem auf die Problematik hoher Mangangehalte im Wasser hingewiesen wurde und darauf, dass das bei Koi zu Kiemenproblemen führen kann. Ja, und das stellt sich natürlich wieder die Frage, welches Wasser nehme ich und bei welchem Wasser habe ich mit diesen Problemen zu rechnen. Also grundsätzlich ist es so, wenn du Trinkwasser in deinem Teich verwendest, dann solltest du keine Probleme haben, weil die Grenzwerte gemäß der Trinkwasserverordnung so niedrig sind, dass es keine Probleme gibt. Regenwasser solltest du eh keines verwenden und wenn du dann eben Brunnenwasser verwenden solltest, dann wäre es zielführend, dein Brunnenwasser mal einem Schwermetallscreening zu unterziehen, wo eben diese Metalle alle untersucht werden, unter anderem eben auch Mangan, um dann sicherzustellen, dass deine Wasserzusammensetzung auf Dauer nicht für deine Koi schädlich ist. Was zu tun ist, wenn du Mangan drin hast, das ist ein anderes Thema. Da gibt es dann Ionenaustauscher für, mit denen man das Mangan rausholen kann. Das wird dann natürlich etwas aufwendiger in der Wasseraufbereitung. Deswegen wäre es eigentlich gut, wenn du da gar nichts machen müsstest. Aber zunächst einmal kommt das Wissen um das Problem und dann erst das Bekämpfen des Problems. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, lass mal dein, also sofern du Brunnenwasser verwendest, lass dein Brunnenwasser mal eben auf Schwermetalle untersuchen. Wenn du da ein Labor suchst, mit dem du das machen kannst, dann habe ich da eine Adresse für dich. Dann melde dich bitte bei mir unter 022 36 322 88 91 oder per E-Mail an info@koi-consult.de. So ein Metallscreening kostet 175 Euro inklusive Mehrwertsteuer und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, das war's schon wieder zu diesem kleinen Thema. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.